Nyarlathotep, das kriechende Chaos. Ich bin der Letzte. Ich werde es in die lauschende Leere sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es begann, aber es muss vor Monaten gewesen sein. Die allgemeine Anspannung war schrecklich. Es war eine Zeit von politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, zu denen sich eine merkwürdige und nachdenkliche Vorahnung über eine grässliche, greifbare Gefahr gesellte. Eine Gefahr so weit verbreitet und allumfassend, dass man sie sich nur in den schrecklichsten Phantasmen der Nacht hätte vorstellen können. Ich erinnere mich daran, dass die Leute mit bleichen und besorgten Gesichtern umherliefen, dabei Warnungen und Prophezeiungen flüsterten, von denen niemand es wagte, sie zu wiederholen, geschweige denn, sich einzugestehen, sie überhaupt gehört zu haben. Das Gefühl einer ungeheuerlichen Schuld hatte sich über das Land gelegt und aus den Abgründen zwischen den Sternen fegten kalte Ströme, die die Menschen an dunklen und einsamen Orten zittern ließen. Es gab eine dämonische Veränderung in der Abfolge der Jahreszeiten. Die herbstliche Hitze hielt sich fürchterlich lange und jeder spürte, dass die Kontrolle über die Welt und vielleicht das Universum von bekannten Göttern oder Kräften an unbekannte Götter oder Kräfte übergeben worden war. Es war zu dieser Zeit, dass Nyarlathotep aus Ägypten kam. Niemand konnte sagen, wer er war, aber er war vom alten Blut der Eingeborenen und sah aus wie ein Pharao. Die Felachen knieten vor ihm nieder, auch wenn sie nicht zu sagen vermochten, warum. Er sagte, dass er aus der Schwärze von 27 Jahrhunderten auferstanden sei und dass er Botschaften von Orten empfangen habe, die sich nicht auf diesem Planeten befinden. In den zivilisierten Landen erschien er, Nyarlathotep, dunkelhäutig, schlank, teuflisch und kaufte seltsame Gerätschaften aus Glas und Metall, um sie zu kombinieren und noch seltsamere Instrumente zu erschaffen. Er sprach viel von den Wissenschaften der Elektrizität und der Psychologie und gab Demonstrationen seiner Macht, die seine Zuschauer sprachlos davonschickten und doch seinen Ruhm überproportional anwachsen ließen. Die Menschen rieten sich gegenseitig, Nyarlathotep zu sehen und zitterten. Und wo Nyarlathotep wanderte, verschwand die Ruhe, denn die frühen Morgenstunden waren von Schreien aus Albträumen gepachtet. Nie zuvor waren diese Albtraumschreie ein solch allgemeines Problem, aber nun wünschten sich die Weisen fast, sie könnten den Schlaf der frühen Morgenstunden verbieten, damit die Schreie aus den Städten dem blassen, mitleidvollen Mond weniger schrecklich stören, während er auf grünes Wasser, das unter Brücken hindurchfließt, und auf alte Kirchtürme, die gegen einen kränklichen Himmel zerbröckeln, hinabscheint. Ich erinnere mich noch, als Nyarlathotep in meine Stadt kam, in die große, alte, schreckliche Stadt der ungezählten Verbrechen. Mein Freund hatte mir von ihm erzählt und von der treibenden Faszination in den Verlockungen seiner Offenbarungen und ich brannte vor Eifer, seine außergewöhnlichsten Geheimnisse zu erforschen. Mein Freund erzählte mir, sie seien schrecklich und beeindruckend, jenseits meiner fieberhaftesten Vorstellungen, dass das, was in jenem abgedunkelten Raum auf eine Leinwand geworfen wurde, Dinge voraussagte, die nur Nyarlathotep zu deuten wagte und dass in seinen geifernden Funken das dem Menschen genommen wurde, was noch nie zuvor genommen worden war und doch nur in den Augen selbst gezeigt wurde. Und ich hörte im Ausland, dass diejenigen, die Nyarlathotep kannten, Dinge zu sehen vermochten, die andere nicht sahen. Es war im heißen Herbst, als ich mit den unruhigen Menschenmassen durch die Nacht ging, um Nyarlathotep zu sehen. Durch die erdrückende Nacht und die endlose Treppe hinauf in den erstickenden Raum. Und dort als Schatten auf einer Leinwand sah ich Kapuzen tragende Formen inmitten von Ruinen und gelbe, böse Gesichter, die hinter gefallenen Denkmälern hervorblickten. Und ich sah die Welt gegen die Schwärze kämpfen, gegen die Wellen der Zerstörung aus dem vollendeten Raum, wie sie um die sich verdunkelnde, abkühlende Sonne wirbeln, wühlen und sich abmühen. Dann spielten die Funken in verblüffender Weise um die Köpfe der Zuschauer herum, die Haare standen ihnen zu Berge, während Schatten, die grotesker waren, als ich zu beschreiben vermag, hervorkamen und sich auf die Köpfe setzten. Und als ich, der abgeklärter und wissenschaftlicher war als all die anderen, einen zitterigen Protest von mir gab, Betrug und statische Elektrizität murmelte, trieb Nyarlathotep uns alle hinaus, die schwindelerregende Treppe hinunter in die klammen, heißen, verlassenen Mitternachtsstraßen. Ich schrie laut, dass ich keine Angst hatte, dass ich nie Angst haben konnte, und andere schrien mit mir als Zuspruch. Wir schworen einander, dass die Stadt noch genau die gleiche war und immer noch lebte.
Als die elektrischen Lichter zu verblassen begannen, verfluchten wir das Kraftwerk immer und immer wieder und lachten über die seltsamen Gesichter, die wir machten. Ich glaube, wir fühlten, dass etwas von grünlich schimmerndem Mond heruntersank, denn als wir anfingen, uns auf sein Licht zu verlassen, trieben wir in seltsamen, unfreiwilligen Formationen und schienen unsere Ziele zu kennen, obwohl wir nicht an sie zu denken wagten. Einmal schauten wir auf den Bürgersteig und fanden die Pflastersteine lose und von Gras verdrängt, mit wenigen Resten von rostigem Metall, um zu zeigen, wo die Straßenbahnen einst verkehrten. Und darauf sahen wir einen Straßenbahnwagen, einsam, fensterlos, verfallen und fast auf seiner Seite liegend. Als wir gen Horizont blickten, konnten wir den dritten Turm am Fluss nicht finden und stellten fest, dass die Silhouette des zweiten Turms an der Spitze zerklüftet war. Wir teilten uns dann in schmale Kolonnen auf, von denen jede in eine andere Richtung gezogen schien. Eine verschwand in einer engen Gasse zur Linken und hinterließ nur das Echo eines schockierenden Stöhnens. Eine andere begab sich in einen mit Unkraut überwucherten U-Bahn-Eingang hinab und heulte dabei ein Lachen, das verrückt war. Meine eigene Kolonne wurde in Richtung der freien Feldflur gesaugt und fühlte im Moment eine Kälte, die nicht im heißen Herbst geboren war. Denn als wir auf das dunkle Moor hinausstolzierten, sahen wir um uns herum das höllische, lunare Glitzern von bösem Schnee. Unberührter, unerklärlicher Schnee, der nur in einer Richtung entzweigespült wurde und einen Golf bildete, der mit seinen glitzernden Wänden umso schwärzer wirkte. Die Kolonne schien in der Tat sehr dünn, als sie sich verträumt in den Golf stürzte. Ich blieb zurück, denn der schwarze Riss im grünen Schnee war schrecklich und ich dachte, ich hätte den Nachhall eines beunruhigenden Wehklagens gehört, als meine Gefährten verschwanden. Aber meine Kraft zum dort Verweilen war gering. Als ob ich von denen, die vorher gegangen waren, gelockt worden wäre, schwebte ich halb zwischen den titanischen Schneeverwehungen zitternd und ängstlich in dem blinden Wirbel des Unvorstellbaren. Fühlendes Schreien, stumm im Delirium. Es kann nur von den Göttern die Wahren berichtet werden. Ein erkrankter, feinfühliger Schatten, der sich in Händen windet, die keine Hände sind und blindlings an grässlichen Mitternächten der verrotteten Schöpfung vorbeiwirbelt, die Leichen toter Welten mit Wunden, die einst Städte waren, Leichenwinde, die die bleichen Sterne streifen und sie langsam flimmern lassen. Jenseits der Welten lauern undeutliche Geister von monströsen Dingen, halbgesehene Säulen von unheiligen Tempeln, die auf namenlosen Felsen unter dem Raum ruhen und bis zu schwindelerregenden Vakua über die Sphären von Licht und Dunkelheit reichen. Und durch diesen abstoßenden Friedhof des Universums, das dumpfe, verrückte Schlagen der Trommeln und das dünne, monotone Heulen der blasphemischen Flöten aus unvorstellbaren, unbeleuchteten Kammern jenseits der Zeit, klingt das verabscheuungswürdige Schlagen und Pfeifen, zu dem langsam, unbeholfen und absurd die gigantischen, dunklen, höchsten Götter tanzen, die blinden, stimmlosen, sinnlosen Wasserspeier, deren Seele Nyarlathotep ist.